This is GFL Football. Quarterback KJ Carter Samuels von den Dresden Monarchs wurde ins GFL All-Star-Team gewählt, als einziger Spieler im kompletten Team, übrigens einstimmig. Er führt also die Monarchs gegen den Vierten aus dem Süden, gegen die Allgäu Comets im Viertelfinale der German Football League. Die Dresdner als Erster im Norden, klarer Favorit. Auch deshalb, weil sie sich im Laufe der Saison personell nochmal verstärkt haben. Devar Whaley ist der neue Running Back, der läuft hier 16 Yards gegen die eigentlich starke Kemptner Defensive Line. Fünfter Spielzug des Drives und Carter Samuels auf Daryl Stewart und der Amerikaner 55 Yards, vollkommen frei, 7-0. Andere Seite, die Allgäu Comets setzten auf ihren Backup-Quarterback Sam Huxtable, Glenn Tunga, der ehemalige Dresdner, beim 3. und 5 mit einem neuen First Down. Anschließend dann 3. und 9. Huxtable mit dem Rollout, der Pass vorbei an Brandon Cohn. Die Gäste mussten punten und Huxtable ist auch der Panther und der braucht hier zu lange, kriegt Druck und dann wird er getackelt und das ist ein Turnover on Downs tief in der Hälfte der Gäste. Und dann gleich wieder der Handoff zu Whaley und das sind 16 Yards und das ist der Touchdown. Die starke Dresdner Offensive Line ließ der guten Defensive Line der Gäste keine Chance. Andere Seite, 3. und 2, Huxtable läuft für 1 Yard und die Gäste mussten schon wieder punten. Die Allgäu Comets ohne ihren etatmäßigen Quarterback Jake Shimmons, der hatte sich im letzten Saisonspiel verletzt. Nach 2 Punts hier die Dresdner mit Carter Samuels auf Stewart, 10 Yards. Anschließend dann mal die Defensive Line der Comets mit einem Ausrufezeichen. Da kommt Jonel Pelly mit Druck auf Carter Samuels, Fumble. Aber die Monarchs im Glück, sie sichern den Ball. Der Drive geht weiter, allerdings jetzt mit einem 3. und 26. Und das ist ein guter Lauf von Whaley, aber er bringt halt nur 7 Yards. Damit Florian Finke auf dem Feld für den Punt. Auch da Probleme mit dem Snap, das geht gerade so gut. Und der Ball landet bei Chad Warren, der zeigt erst an, fair catch, dann geht er doch zum Ball hin, kann ihn nicht kontrollieren. Denn AJ Wendland für die Dresden Monarchs sagt, Dankeschön, den nehme ich. Aber keine Punkte für Dresden aus diesem Drive, weil Carter Samuels anschließend eine Interception serviert für Nico Leiderer. Dann die Allgäu Comets, 3. Versuch und 7. Huxtable hat den Druck, wirft unvollständig, es folgt der nächste Punt. Die Offense der Comets kam nicht in die Gänge. Gerade wenn sie passen mussten, war es zu schwierig. Andere Seite, Carter Samuels, Stewart, die haben dieses Problem nicht. Passspiel, die große Stärke der Dresdner hier, 25 Yards. Und dann Carter Samuels auf Anthony Brooks für 12 Yards. Auch er erst im Lauf der Saison gekommen, der ehemalige Frankfurt Universe Receiver mit dem 21-0. Dann schon wieder andere Seite und schon wieder 3. Versuch und Huxtable auf Kenny Skonzak. Und das sind halt nur 2 Yards und es folgt der nächste Punt. Carter Samuels, Stewart, das kennen wir schon, 26 Yards. Stewart insgesamt 5 Catches für 127 Yards Raumgewinn. Und dann Carter Samuels in die Endzone, diesmal zu Robin Wilczek, 8 Yards, der GFL-Rookie mit dem Touchdown zum 28-0. Die Comets versuchten es dann mit ein paar Tricks. Chad Warren, der Defensive Back, mit einem End-Around in der Offense. Kein First Down, es folgt der nächste Punt. Und direkt vor der Halbzeitpause Florian Finke, der All-Star-Kicker der GFL, mit einem Field Goal aus 46 Yards Entfernung. Zum Halbzeitstand von 31-0. Klare Angelegenheit also für die Gastgeber. Rein in die zweite Halbzeit und da gleich die nächsten Punkte. Whaley aus 3 Yards Entfernung, 38-0. Die größte Stärke der Comets, nämlich das gegnerische Laufspiel zu stoppen, kam gar nicht zum Tragen in dieser Partie. Dann Huxtable, schon wieder unter Druck, improvisiert, wirft einen unvollständigen Pass. Es gibt noch Offensive Pass Interference gegen den Captain Receiver Billy Dill. Danach ist 2. und 16 und der Lauf von Huxtable. Und dann gibt es den Schlag auf den Arm und der Ball ist frei und die Monarchs sind wieder zur Stelle. Und gleich wieder ein Turnover der Allgäu Comets. Carter Samuels auf Brooks, der Hechtsprung nicht in der Endzone. Brooks also an der 1-Yard-Linie, jetzt 1. Versuch und Goal. Und kurz danach Carter Samuels auf Wilczek aus 1 Yard Entfernung. 45-0, 4. Touchdown-Pass für KJ Carter Samuels. Die Comets stets bemüht. Hier ist Huxtable auf Brandon Cohn. Bei diesem Spielstand natürlich mittlerweile die Dresdner auch im Schonmodus in der Defense. 26 Yards hier und dann nochmal Huxtable auf Cohn für
40 Yards und für den ersten Touchdown der Allgäu Comets 45-7. Trotzdem war gerade das Passspiel der Gäste nicht stark genug, um Schritt halten zu können mit den Dresdnern und ihrem Passfeuerwerk. Die brachten jetzt im vierten Quarter Erik Seidel auf der Quarterback-Position. Der Pass auf Mike Schallow unvollständig. Und Finke dann nochmal aus 47 Yards mit einem Field-Goal-Versuch. Und der bei immer schlechter werendem Wetter ist auch gut. 48-7 Florian Finke mit zwei langen Kicks. Respekt. Dann schauen wir auf den ehemaligen Dresdner Glenn Tunga. Er ist das Fundament dieser Allgäu Comets Offense. Er auch individuell mit einer passablen Leistung läuft hier für 13 Yards. Insgesamt 113 Yards für Tunga in der Partie. Aber halt zu wenig Unterstützung vom Passspiel in der Phase, als es drauf angekommen wäre. Jonathan Krinn inzwischen als Backup-Quarterback auf dem Feld. Warren, Touchdown, nur noch 48-13. Und dann die andere Seite, Seidel mit einem unvollständigen Pass. Es gibt einen Punt von Florian Finke. Und der ist richtig gut. Also der All-Star-Kicker auch als Panther mit seinen Qualitäten platziert den Ball an der gegnerischen 3-Yard-Linie. Und von da aus gibt es dann die letzten Punkte der Partie. Weil Krinn schon mal Probleme mit dem Snap hat und dann gesackt wird von Vincent Karnig zum Endstand. Safety 50-13 für die Dresden Monarchs, heißt es am Ende. Die Dresden Monarchs werden ihrer Favoritenrolle gegen die Allgäu Comets also gerecht und empfangen jetzt im Halbfinale die Saarland Hurricanes.